Yo, willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Mission von Stronghold Crusader. Wir sind angekommen in der vierten Mission und die lautet Ein alter Freund. Und das ist kein anderer als das Schwein. Ja, goldmäßig sieht's heute nicht so gut aus, denn wir haben nur die Hälfte von seinem Gold, aber NPNP, wir kriegen das locker auf die Kette. Und würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Er ist auf so einem Berg und durch seinen Armbrustschützen, extremst im Vorteil dadurch. Ja, das wird auf jeden Fall etwas schwieriger als die Mission, die wir natürlich vorher hatten. Aber ist ja ganz klar, sonst wäre es ja auch gar keine Herausforderung, ne? Leute, wir brauchen ja eine Herausforderung. Jetzt muss ich möglichst platzsparend hier bauen. War denn hier unten auch noch? Ja, hier unten haben wir auch noch, Gott sei Dank. Ich darf nicht zu nah an ihm da ranbauen. Sonst ballert der uns dann nämlich alles zu. Ihr könnt das nicht dort platzieren, Und ihr mein seht schon, Lord. Käse rein. Das deutet schon auf was hin. Denn wir spielen nämlich heute mit denselben Es Einheiten, sind habe ich nicht mir mal genügend gedacht, Arbeiter wie vorhanden, das um Schwein das es auch Gebäude zu macht. verwalten. Das Es heißt, mit sind nicht genügend Armbrustschützen Arbeiter vorhanden, um das und Gebäude zu verwalten. Streitkolbenkämpfer. Die ballern nämlich richtig rein, das werdet ihr dann auch gleich sehen. So, wir bauen diesmal auch nicht so groß. Diesmal eine etwas kleinere Burg möchte ich haben. Ist ja auch legitim. Brauchen wir einen zweiten Kornspeicher? Eigentlich nicht, aber ich baue jetzt mal eigentlich, dass wir nachher zu starken Platzmangel haben. Das möchte ich nämlich dann auch nicht. Echo, was macht er denn da? Bei ihm läuft aber gar nicht. Wohin gehen Das wir? ist, weil er so viel Gold jetzt am Nein, Anfang wir hat. werden überfallen. Greift er direkt an. Eure Beliebtheit steigt. Ja, Eine bei ihm läuft Nachricht gar vom nicht Schwein. jetzt. Bzw. bei mir läuft gar Ihr nicht. kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Wie kann er Eure denn. Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Wie kann er Gnaden. denn den Kornspeicher Unsere angreifen, Lebensmittelvorräte wenn schwinden er oben dahin, steht? euer Gnaden. No, verstehe aber auch nicht. So, also erstmal hier, dann machen wir auch mal. Kein Problem, Kollege. Was du können wir natürlich schon lange. Achtung! Achtung! Es werden Waffen benötigt Und sein. los! So, zusätzlich, oh, ein kleines Tor, das reicht eigentlich. Zusätzlich bauen wir natürlich auch nochmal dicht. So, wie ich ja schon erwähnt habe, bauen wir heute eine kleine Burg. Muss ja nicht immer groß sein, so ihr geht da oben auch noch rauf. Sire. Damit wir auch alles schön unter Kontrolle haben. So eisenmäßig sieht's, ja, es geht nicht sehr gut aus. Das heißt, wir werden bei den Streitkolbenkämpfern auf jeden Fall nicht im Vorteil sein. So, drei sollten erstmal reichen. Dass wir uns dann direkt hier erstmal auf die Produktion von Waffen spezialisieren. Denn die werden wir auf An jeden diesem Fall brauchen. Gebäude gibt Gerade es keine Armbrust Arbeit, Sire. schützen. Ja, okay, hier schlachtet er gerade jetzt unsere Leute. Finde ich gar nicht so prickelnd. Waffen geschultert! Und deswegen schicken wir erstmal unsere Armbrustschützen hier raus. Steinmäßig sieht es auch schlecht aus, weil das ist genau hier, wo er seine ganzen Leute hat. Das heißt, Stein müssen wir uns eigentlich auch kaufen. Wo ich kann eigentlich, glaube ich, so einen kleinen Steinwall da rumbauen, dass er das nicht angreifen kann. Bin mir da selber nicht sicher. Müssen wir halt jetzt erstmal ein bisschen investieren. So, wenn ich jetzt hier nämlich so ein Ding baue und hier noch. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er das angreifen kann. Ja. Wo bauen wir ihn denn noch hin? Bauen wir mal hier unten. Was macht er denn da? Wieso gammelt er da unten rum? Bereit, Eure Lordschaft. So. Ja, ich habe in dem letzten Part gesehen, dass die Musik etwas laut war und habe ich jetzt erstmal alles ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, das passt jetzt alles so und ist auch nicht mehr zu laut.
Denn das wollen wir ja nicht. Ist noch ein weg. So, dann haben wir nämlich hier noch einen Vierer Platz und können hier noch was bauen. Genau. Sind zu knapp, Sire. So, goldmäßig läuft gar nicht bei uns. Aber das baut sich jetzt so langsam auf mit dem ganzen Eisen und so. Das können wir schon mal verkaufen. Da können wir noch einen weiteren Armbrustschützen machen. Und dann kommt hier auch Stein und sowas alles rein. Das klappt dann auf jeden Fall auch. Müssen wir nur ein bisschen warten. Oh, hier unten, der ist auch. Wann greift der Gebäude an? Ich glaube, bei ihm läuft gar nicht. Und dann müssen wir da gleich auch noch entgegenwirken. Er setzt uns halt am Anfang mächtig unter Druck, dadurch, dass er halt so einen extrem Goldvorteil hatte. Den wir natürlich nicht hatten. Wir sind direkt pleite gewesen, habt ihr gesehen. So, wir müssen da unten seine zwei Leute wegkriegen. Vorwärts! Im Laufschritt! So, der erste ist jetzt gleich down. So, jetzt machen wir noch den zweiten auch noch direkt. Na komm, so. Ja, das sieht ja dann schon mal so ganz gut aus. Stein ist jetzt auch ordentlich reingekommen. Finde ich natürlich sehr gut, dass wir hier zubauen können. Nicht, dass er uns nämlich gleich mit einer Truppe von Streitkolbenkämpfern überrennt. Das wäre natürlich super optimal. Wir werden überfallen. So. Achtung! Der Berg ist komplett. Hier bei uns läuft. Könnten wir nämlich eigentlich hier auch direkt zubauen. Kleinen Tor aus hinten noch. Wir benötigen Steine. So. Und von der Seite gibt es dann auch noch ein kleines Tor aus hier. So, ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Da kann man mitarbeiten. Hier vorne werden wir dann auch noch zubauen. Dass wir quasi so ein kleines Lager haben. Und werden dann halt auch schnell wieder anfangen mit Türmen ihn zu theorisieren, sag ich jetzt mal. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, jetzt so langsam läuft's mit den Armbrüsten auf jeden Fall ganz gut. Waffen geschultert. Bisschen Gold, nur Goldmangel haben wir stark. Wir verlieren ein bisschen Gold. Finde ich gar nicht gut. Ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ja, dass wir ein bisschen Gold verlieren, das sehe ich die ganze Zeit. Läuft bei uns nicht. Aber wir können ihn bauen. Der Feind ist zum Merken. Das ist dein Ernst jetzt. Jetzt ist er wirklich... dieser Hund zu nah. Müssen wir kurz warten, bis er weg ist. Ja, dann lassen wir ihn mal kurz das da voll machen. Dun dun. Ja, eigentlich würde ich jetzt auch gleich schon gern den ersten Schmied bauen. Da sieht es goldtechnisch ganz schlecht bei uns aus. Jetzt nicht mehr. Und deswegen hauen wir uns auch direkt hier einen Schmied rein, der uns schöne Streitkolben macht. Und dann noch direkt ein Gerber, würde ich sagen. So, ja. Genau, das läuft schon mal. Jetzt können wir hier auch zubauen, weil jetzt ist der Spaß nämlich weg. So. Ja, und jetzt kommen da gleich noch schöne Türmchen hin. Und dann sieht's für ihn aber ganz schlecht aus. Würde ich mal sagen, dann beballern wir ihn wieder. Kennt er ja so langsam die Methode. Es werden Rekruten. Ach, jetzt haben wir keine Rekruten mehr. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord.
Es werden Rekruten benötigt. Ja, jetzt haben wir aber extrem viele auch hier. Es werden Waffen benötigt. Zur Stelle! So, machen wir hier nochmal wenigstens hier die erste Reihe zu. Und dann sparen wir schon mal auf den Turm. Hier ist auch schon mal unser erster Streitkolbenkämpfer. Aber wie viel Stein haben wir? 31. Guten Morgen, eure Lordschaft. Komm, die 5 kaufen wir uns jetzt. Ihr seid der zweitgrößte. Er ist sogar ein größerer Herrscher als wir. Das müssen wir ändern, Leute. Das sehe ich so nicht ein. Nicht mal Gold für einen Katapulter, das ist aber echt arm. Immer noch nicht. Wir benötigen Gold. So. Jetzt brauchen wir erstmal sowieso Gold. Wir können ein bisschen Essen verkaufen, da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Gold mitmachen. Ihr seht, da geht auf jeden Fall dann was. Euer Gnaden. So. Wie können wir die Hälfte davon geht auf jeden Fall mal auf diesen Turm. Ja, die Hälfte habe ich gesagt, und nicht alle. Los.